Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin heute am Silvestermorgen. Ich habe für Sie drei wunderbare Geschichten. Erstens natürlich ein Jahresrückblick. Da haben wir lange rumgewerkelt, was denn wohl die tollsten Sachen im Jahr waren. Zweitens, zwei Comedians übernehmen die Primetime. Und drittens habe ich von den Kollegen gehört, es soll irgendwelche Fehlleistungen von mir geben. Naja, viel Spaß. Wissen Sie was? Wenn man Jahresrückblicke macht, dann muss irgendjemand irgendwann entscheiden, was das Tollste war. Und das ist wirklich schwer, weil jeder unserer Gäste hat seine tollsten Erlebnisse gehabt. Wir haben uns bemüht, die Highlights für Sie zusammenzufassen. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dampfer. Schönes Schiff, ich taufe dich auf den Namen AIDA Perla. Viel Spaß! Auf AIDA Karam. Wir freuen uns riesig auf die Weltreise. Jetzt geht's los! Unsere Entertainment-Manager geben sich richtig Mühe, immer eine tolle Primetime auf die Bretter zu zaubern. Aber wissen Sie was? Manchmal geht es auch ganz anders, als Sie geglaubt haben. Zum Beispiel, wenn zwei Comedians die Bühne entern. Viel Spaß! Kennst du den Thorsten Joos an Bord? Ja, kenne ich sehr gut sogar. Was macht denn der hier? Zum Beispiel Primetime, Entertainment-Manager. Er macht eine ganze Menge. Findest du nicht, dass Benny und Don das mal übernehmen sollten? Meinst du, dass er dann einen Freitag frei bekommt? Das wäre doch mal super klasse. Ja! Dass Benny und Don die Primetime übernehmen sollten, der möge jetzt jubeln!
schönen guten Abend, Daniel Sanna! Was ist das denn? Das ist unser neues Logo. Oh! Danke, Männer da oben. Geh einfach mal in die erste Reihe, setz dich irgendwo dazu, verhalte dich leise. Mach dir keine Sorgen, wir wissen, wie es geht. Genau. Wir möchten Ihnen zeigen, wie sieht es aus, wenn ein Entertainment-Manager seinen Tag auf AIDA Stella beschreitet. So, liebe AIDA-Gäste, es ist jetzt kurz nach vier. Wir waren ein bisschen feiern mit den Mädels von der Rezeption. Vielen Dank jetzt für die Karte vom Thorsten. Wir gehen einfach mal rein. Bonnie, bist du bereit? Danke an die Mädels nochmal vom Reception. Super Mädels. Wir wollen die Primetime. Wir wollen die Hey, good morning! Das ist noch nicht gegessen, das abgelutschte Tropf. Wie er auch ein bisschen, wie er auch so tut, als wenn er gestresst ist, wenn er morgens aufsteht. Ja, das kenn ich ja gar nicht. Weißt du, trinken Kaffee und essen ja. Kekse. Oh. Das weiß ich ganz genau. Ja, lieber AIDA-Gäste, das kennen Sie vielleicht aus Deutschland-Büros. Das ist hier, rot heißt No-Go, nicht eintreten. Benni, das ist untergerutscht. Ups, es ist ja grün. Das bedeutet? Dann gehen wir rein da. Wir wollen die Primetime. Wir wollen die Primetime. Good morning. Morning, everybody. Thorsten, wie geht's dir nach dem Aufstehen? Alles gut? Lass euch nicht stören. Gerade nach dem heute Morgen. Was soll denn das schon wieder? Ich verstehe es nicht. Kamera, alles. Benny Stark und Dom Clark bekommen die Primetime. Ende O. Nee. Ihr wart schon da. Nee, ich lass mich nicht bestecken. Nein, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Sei stark. Nee. Was haben wir denn da? Komm, gib den allen. Gib die alle. Das kann wohl nicht sein, dann gehen die. Nee. Ja. Benny, nee. Oder? Kurz ja, sind 15 Stück drin. 15 Stück. Der Drops ist noch nicht gelöst. Wir müssen kurz besprechen, aber es kann sein, dass wir wieder. Wir wollen die Primetime. Wir sind genau richtig. Hier werden die Ansagen gemacht vom Entertainment Manager. Aber unser Ziel ist dasselbe. Wir wollen die Primetime. Wir wollen die Primetime. Wir wollen die Primetime. Thorsten, moin. Good morning. Moin, gestern. Good morning. Wir wollen gerne. Ich bin doch ein bisschen gleich durchsagen, dass wir die Primetime. Wir machen die Primetime. 500 Gäste haben entschieden. Wir haben den Primetime. Wir wollen die Primetime. Es ist jetzt offiziell. Wir haben den Primetime. Wir wollen den nicht mehr, wir haben den schon. Thorsten steht auch immer auf. Thomas ist das toll. Komm zu uns, Junge. Hallo. Endlich mal wird die Wahrheit gesprochen. Guten Abend. Setz dich. Wisst ihr eigentlich, wie lange der Thorsten schon an Bord ist? Thorsten? Ja, bei AIDA. Bei AIDA? Ja. Ja, 2,5 Jahre. Nee, das stimmt gar nicht, der lügt immer. Der ist schon mit seinen Eltern hier im Kids-Club gewesen. Und die haben den nicht mehr abgeholt. Ach, nein. Scheiße. Ich hab davon gelesen. Wie lang ist die AIDA Stella in Metern? Meter, lieber GM. Wie lang ist die AIDA Stella? 252. Nein, das ist 300 Meter lang. Super, sehr schön. Punkt für dich. Wir haben einen Gewinner. Toll. Genau 300 Meter. Es geht super weiter. Gemacht. Was war denn super. Los? Ja, was ist denn los, Mensch? Bist du bereit? Wie viele Toiletten gibt es an Bord der AIDA Stella? 555. GM. 1602. Nein, 555. Super, das ist richtig. Hau raus, geh durch. Die Gutscheine. Mach die Leute glücklich. Ja. Ich gebe Thorsten auch hier ein. Hier vorne. Komm, mach sie glücklich. Super, das war grandios. Vielleicht noch, lieber GM, hast du noch einen Witz für uns? Einen kühlen, kurzen Absacker für die Leute. Ganz kurzen Witz. Ja, wenn ihr weiter die Primetime macht, bin ich pleite. Meine Damen und Herren, Riesenapplaus für unseren Channel. Wunderbar, Manager. Vielen Dank. Vielen Dank. Super gemacht. Auch in diesem Jahr haben wir wieder 52 Folgen Primetime Magazin für Sie aufgenommen. Und ehrlich gesagt, manchmal geht was schief. Die Kollegen haben sogar behauptet, ich hätte mich irgendwie beim Moderieren manchmal verhauen. Und andere Dinge. Jetzt kommen Sie, die Outtakes. Viel Spaß. So, Digga, hier mitten aus dem Herzen von St. Pauli, das Primetime Magazin. Alter, das ist der Trailer. Das Magazin kommt am Sonntag. Let's go. Herzlich willkommen. Nein. Herzlich willkommen. Wir gehen ein bisschen tanzen. Herzlich willkommen in New York. Ich weiß, habe ein bisschen vergessen, die deutsche Sprache auch. Bitteschön. Ich habe noch die Zunge gebissen. Guck mal. Oder? Nein. Terrell Woodbury war an Bord. Das klingt total komisch. Woodbury? Burry. Woodbury. Woodbury? Terrell Woodbury. Terrell Woodbury. Und es gibt ja Menschen, zu denen ich wirklich herabschaue. Nein.
Es wird schwierig werden. So wie ich ins Bild gesprungen bin. So wie ich eben ins Bild gesprungen bin. So wie ich jetzt ins Bild gesprungen bin, so sind die Kollegen. Nein. So wie ich ins Bild springe. Doch, es ist total kalt hier draußen. Ihr stellt mich hier halbnackt hin. Und da haben wir ganz, ganz, ganz tolle Neuerungen eingebaut. Ganz neu, auch mit ganz neuem Sortiment. Ganz, ganz viele Sachen renoviert und schöner gemacht. Es ist ganz, ganz, ganz fantastisch geworden. Aber da kann man doch ganz, ja, aber zu Weihnachten kann man doch ganz, was? Zu Weihnachten muss man ganz oft ganz sagen. Also sie hat in der Werft. Von vorne. Jetzt Konzentration. Ja. Und gerade Silvester verbringt man ja mit der Familie oder mit vielen Freunden ein idealer Zeitpunkt, um sich mal zu überlegen, was man nächstes Jahr für einen Urlaub machen kann. Und wenn Sie mehr wissen wollen, www.aida.de oder gehen Sie nach den Feiertagen in Ihr Reisebüro. Viel Spaß bei der Verlockung der Woche. Wir starten in La Romana und fahren zuerst nach Catalina Island und Cartagena. Danach machen wir Halt in Colón und Puerto Limón. Weiter geht es nach Montego Bay und Samana. Als nächstes fahren wir nach St. Kitts und Guadeloupe. Wir besuchen noch Antigua und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, La Romana. Und jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute, bleiben Sie gesund und gucken Sie jeden Sonntag das Primetime-Magazin. Und nicht vergessen, heute Abend übertragen wir von Madeira eins der schönsten Feuerwerke, was man sich wünschen kann. Und jetzt kommen Sie, die Bilder des Jahres. Viel Spaß! Auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und Unendlichkeit, Unendlichkeit.